Willkommen zurück zu Assassin's Creed! In diesem Part müssen wir uns darum kümmern, dass wir die Informationen für das nächste Attentat zusammenbekommen. Und wir fangen an mit dieser Verhörung. Aber so muss es nicht sein. Es gibt Möglichkeiten für jene, die den Mut haben, sie zu ergreifen. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Ja, jetzt erstmal die blöde Verfolgung wieder in den abgelegensten Winkel der Welt. Nein, doch nicht der. So. Okay. Ich habe euch nichts zu sagen. Sprecht mit mir oder sprecht mit Gott. Es ist eure Wahl. Ihr werdet ein Werk nicht zunichte machen. Das könnt ihr nicht. Zunichte machen? Welches Werk? Er bereitet sie für die Reise vor. Reise wohin? Sie sind in seinem Lagerhaus. Und wenn die Zeit reif ist, werden sie nach Akkon verschickt. Wo ist dieses Lager? Und warum Akkon? Talal sagt mir nur, was ich wissen muss. Mehr nicht. So ist es sicherer. Für ihn vielleicht, aber nicht für euch. Und wir bewegen uns schon mal weiter. Gut, dann mal schauen, wo könnten wir uns sonst noch überall suchen. Das suchen wir mal in dem hier, in dem Viertel, im Nobelviertel, wie sich das Ganze so nennt. Also, wohlgemerkt für die Nobelviertel. Und was ich übrigens gerade sagen wollte, ja, Boxen muss ich noch lernen in dem Spiel. Du bist ein Nichts. Dein Gott hat dich verlassen. Hört auf! Das ist Schmerz. Er sollte sich besser von mir fernhalten. Habt ihr etwas zu sagen? Mit uns, alter Mann. Hey! Euch kenne ich doch! Okay, bei denen lohnt sich ein Attentat nicht, weil die so gut vorbereitet sind. Dein Leben ist verfällt. Ach, du Heiliger, jetzt haben wir deutlich mehr Probleme. So, waren es die Wachen von da hinten? Denn die gute Frau oder habe ich hier nicht gerade irgendjemanden gerettet? Reinitialisierung, wie wär's damit? Da habe ich doch irgendjemanden gerettet. Okay, vielleicht ergibt sich das ja noch. Bitte tut mir nicht. Ihr folgt einem falschen Gott. Also ist ein Mörder in der Nähe.
Ja, komm, ich hab keinen Bock auf Bewegung. Toll, ich kann keine Leiter hoch. Ich hab die Festung gewollt, ich hab dich wie immer den Falschen ausgesucht. Achso, ich drücke immer auf den falschen Knopf. Na toll, aber insgesamt haben wir da jetzt nichts entdeckt, was uns irgendwie weiterhilft. Keine Ermittlung, müssen wir als einen anderen Aussichtspunkt noch holen. Ich würde sagen, ja gut, an sich haben wir ja eigentlich alles entdeckt, aber da hinten vielleicht. Warte, jetzt muss ich den ganzen Weg da nach hinten laufen. Dankeschön. Vielleicht bewegt sich's über die Dächer besser. Das war, glaube ich, in den alten Assassin's Creed wirklich noch ein Highlight, auf den Dächern entlang zu gehen. Mittlerweile ist es nur noch stumpf und... ermüdend. Hat er seinen Verstand verloren? Was denkt dieser Mann sich nur? Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Okay, das war gerade ziemlich erschütternd. Wie als wäre jemand mit einer Dashcam irgendwie wie gegen ein Auto, gegen ein anderes Auto gekracht. Ach so, das ist eine Informantenherausforderung. Habe ich den großen Altair vor mir? Welch Ehre! Ihr seid wohl wegen einer wichtigen Mission hier. Kann ich euch vielleicht helfen? Ich habe gelauscht und viel erfahren, aber ich habe ein Problem. Ich hatte einige Flaggen aus Masyaf, die ich zum Büroleiter bringen sollte. Doch verlor sie, als ich von Gesindel angegriffen wurde. Könntet ihr sie für mich finden? Ja, ich muss zurück zu meinem Mentor, bevor er vom Markt wiederkommt. Seid also schnell wie der Wind. Kinder sammeln die 18 Masyaf-Flaggen. Ich hätte verletzt werden können. Okay, wo soll ich starten? Wo soll ich starten? Oh, ich hoffe, dass mir das was bringt. Gut, das ist anscheinend nur so eine Art Parcours. Was tut er denn? Oh Gott, das ist wieder so eine Sache, mit der man sich wahrscheinlich sehr jahrhundertelang beschäftigen kann. Ja, die alle folgen halt einem Weg. Zu euren Diensten. Dann nehme ich mal einen nach oben. Du bist ein Nichts. Dein Gott hat dich verlassen. Ja,
Der Gott hat auch jeden verlassen, der solche Minispiele macht. Dann ab nach unten, nehme ich mal an, oder? Wo ist die letzte? Alles ist neu. Alles zu fantastischen Preisen. Ah, ihr wisst wohl ganz genau, was hier ist. Die besten Waren an ganzem Land. Ich habe eine Flagge verpasst. Hilfe! Ist der verrückt? Da hinten scheint die Flagge zu sein. Oh Gott, ich muss mich jetzt beeilen. Voll, was macht die hier? Geht weg! Gott erbarme dich, er ist verrückt. Belästigt jemand anderen. Toll, und die Zeit, die läuft sogar noch weiter. Ja, was ist das für ein Dreck? Also das ist auch so eine Sache, die würde ich jetzt persönlich anders machen, aber gut, wenn das Spiel es meint, so zu machen. Das ist einfach toll. Ich wusste, ich kann mich auf Meister Altair verlassen. Hier ist, was ich von den beiden Wachen nahe des Felsendoms in Erfahrung bringen konnte. Sie sprachen über einen Mann namens Talal. Sie sagten, dass er viele loyale Gefährten hat, die alle nur zu bereit sind, ihr Leben für den Mann zu geben. Wenn ihr Meister in Gefahr ist, werden sie einschreiten und ihm Zeit zur Flucht verschaffen. Das ist alles. Hoffentlich wird mein kleiner Beitrag helfen. Okay, die Nachforschung ist soweit beendet, aber wir gehen trotzdem da noch nach oben. Ich habe den jetzt extra markiert, ich will den nicht stehen lassen. Verstehe nicht, was du damit erreichen willst. Aber unsere Nachforschungen, sie sind beendet. Ich glaub mir, Leute, bei späteren Attentaten, ich denke mal schon bei Attentat 4, 5 und 6. Warum behelligt ihr mich? Wobei, komm. Das lassen wir jetzt. Ich will jetzt hier keinen Streit mehr anfangen. Ich will jetzt noch in dieses blöde Assassinenbüro. Wollt ihr etwas? Ist. Also ich denke schon, dass bei Attentat 4, 5 und 6 da schon mehr verlangt sein wird, als 2 aufzusuchen. Vielleicht so 3 oder 4. Wie ungehobelt von euch. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich nicht. Ich hoffe, wir bewegen uns auch so partmäßig in einem guten Rhythmus. Also nicht, dass ich irgendwie extrem hinterher hinke, obwohl man doch eigentlich schon viel weiter sein könnte. Oh, schaut euch mal an, was wir schon alles leisten können. Was wir uns schon alles leisten können. Ich muss meine Sätze immer vervollständigen. Vollständige, gesunde deutsche Sätze. Das ist krank. Ansonsten ist es krank. So. Malik, wollt ihr noch mehr Zeit vergeuden? Ich habe Talal gefunden. Ich bin bereit für meine Mission. Diese Entscheidung liegt bei mir. Nun gut, Folgendes habe ich erfahren. Er handelt mit Menschenleben, entführt Bürger Jerusalems und verkauft sie in die Sklaverei. Ein Lager in der Barbakane nördlich von hier dient ihm als Basis. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis darstellen. Kein großes Hindernis? Hört euch an! Wie arrogant! Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein. Aber es muss reichen. Ruht, bereitet euch vor, weint still in der Ecke. Tut, was ihr immer tut, bevor ihr ans Werk geht. Aber tut es leise. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Gern doch, GLaDOS. So, dann haben wir also nichts anderes mehr zu tun, als jetzt dahin zu marschieren. Und auch dem sein Leben zu beenden, auch wenn es in diesem Part höchstwahrscheinlich nicht mehr geschehen wird. Oder dass man damals schon solche Begrifflichkeiten wie Büro gekannt hat, das ist sehr erstaunlich. Und wahrscheinlich ist es nur für uns der Begriff. Es muss ja kein moderner Begriff sein. Wir handeln gegen den Willen Gottes. Und
Dafür müssen Sie zahlen. Wo immer Sie reisen, hinterlassen Sie eine Schleife des Leibes. In meinen Weisheiten stellen. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Eine milde Gabe. Bitte nur eine. Nee, auch dafür reicht es leider nicht. Ich habe meine Kasse sauber ausgeleert. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Was wollt ihr? Warum macht ihr das? Hilfe! Ich brauche Hilfe! Was wollt ihr? Wir sind die wahren Söhne des Herrn. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Und man kann dann nur vorbei, wenn man die besiegt. Und das tun wir, wobei. Du bist ein Nichts. Dein Gott hat mich verlassen. Hat er seinen Verstand verloren? Das tun wir gar nicht, aber auf jeden Fall im nächsten Part wird der Typ umgebracht. Bis zum nächsten Mal, ciao, haltet die Unstaffe, denkt daran, Freundschaft ist Magie.